Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo, in dem ich einmal die Arbeitnehmerargumente zusammenstellen möchte, also die Vorteile, die man dem Arbeitnehmer erklären kann, was für die pauschaldotierte Unterstützungskasse spricht. Der Arbeitnehmer ist ein Ziel im Arbeitnehmergespräch, vorher im Mitarbeitergespräch, in der Mitarbeiterpräsentation. Ich habe Ihnen nachfolgend kurz, wie ich es auch in der Mitarbeiterpräsentation mache, die einzelnen Argumente für den Arbeitnehmer zusammengestellt. Und jetzt die Vorteile nochmal zusammengefasst. Wir haben wirklich einen effektiven Vermögensaufbau, ganz einfach, weil wir staatliche Zulagen nutzen, weil wir letztendlich aus dem Brutto sparen und Bruttogehalt anzulegen ist einfach mal wesentlich mehr als Nettogehalt anzulegen. Das heißt, das ist ungefähr das Doppelte und Sie bekommen natürlich auch die Zinsen auf das Doppelte und selbst wenn Sie später was versteuern müssen, es bleibt einfach deutlich mehr übrig. Dann die Unterstützung durch den Arbeitgeber. Das Modell macht auch für den Arbeitgeber natürlich Sinn. Der Arbeitgeber hat auch eine gewisse Stärkung des Unternehmens und des Arbeitsplatzes. Er trägt auch kein Risiko für Versicherung in dem Maß. Und weil das einfach für ihren Sinn macht, unterstützt er das großzügig. In Ihrem Fall sind es zum Beispiel 25%, die er oben drauf legt. Wie gesagt, 25% ist alles andere als großzügig, wenn man es ehrlich sagt, weil der Arbeitgeber schon 20% Sozialversicherungsersparnis hat. Also ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Dingen. Wir sagen ja durchschnittlich 50% sollen sinnvoll sein. 25% halte ich immer noch für ja, sehr kleinlich und zumindest wenn ich ein bisschen Fluktuation habe, habe ich das System als Arbeitgeber noch nicht verstanden. Also schauen Sie hier wirklich, dass Sie den Arbeitgeber nach vorne heben, aber natürlich so, dass es plausibel ist, wenn Sie 25% als wirklich Königsleistung darstellen, da muss man schon darauf gefasst sein, dass der ein oder andere Mitarbeiter kommt und sagt, naja, so ganz großzügig ist es auch nicht, 20% oder 21% spart, also wenn er 25% drauf gibt, naja, ist es nicht allzu großzügig, wenn einer ausscheidet innerhalb von 5 Jahren, behält er sogar die 25%. Das ist halt immer das Risiko. Nächster Punkt, ganz wichtig, vollständige Absicherung durch den Pensionssicherungsverein. Das Ganze ist per Gesetz abgesichert, da kann der Arbeitgeber auch nichts falsch machen. Das ist per Gesetz abgesichert durch den Pensionssicherungsverein Konsortium, wo alle deutschen Unternehmen dahinter stehen, sind 100.000 Unternehmen mit 14 Millionen Arbeitnehmern und die tragen im Prinzip hier ein Insolvenzrisiko rückverbürgt durch die Bundesrepublik Deutschland letztendlich. Ist also keine Situation denkbar, dass Sie hier irgendwo als Mitarbeiter Ihre Entgeltumwandlung verlieren oder den Zins verlieren oder, wenn es unverfallbar ist, auch den Arbeitgeberzuschuss in irgendeiner Form verlieren. 100% per Gesetz garantiert. Eins der wichtigsten Dinge ist die volle Kostenübernahme durch den Arbeitgeber. Schauen Sie, in einem Versicherungsvertrag haben 25, 30, manchmal sogar 35% Kosten. Es werden vielleicht gerade mal 70, 65% angelegt. Hier trägt alle Kosten der Arbeitgeber. Wir stellen für die Beratung hier, für die Mitgliederversammlung, für alles, was wir tun, die Einrichtungskosten eine Rechnung an den Arbeitgeber. Wenn wir das jährlich verwalten, schreiben wir die Rechnung an Ihren Arbeitgeber. Ihre 100 Euro, die Sie umwandeln, bleiben absolut unberührt. Also die Seite, für die sollten Sie also Zeit lassen, lieber alles doppelt wiederholen. Sie haben auch in der Regel eine höhere Verzinsung als bei Versicherungslösungen. Bei Versicherung haben Sie die 1,25%. Hier haben wir zum Beispiel 1,3% oder vielleicht auch 1,5%. Hier haben wir einfach mehr. Wird der Zins steigen, wird der Arbeitgeber auch mit dem Zins natürlich nachziehen. Er will ja, dass Sie das mitmachen, er will ja, dass Sie dabei sind. Das heißt, es ist dann schon die denklogische Notwendigkeit, wie er sich verhalten wird, voraussichtlich. Und das Ganze ist nicht Hartz IV sicher, das heißt, an das Geld kommt niemand ran, selbst wenn irgendwas passiert, das Geld bleibt konserviert, das Geld bleibt im Trocknen. Und natürlich, Sie tun auch was Positives für Ihren Arbeitsplatz, weil das System natürlich für alle sinnvoll ist, der Arbeitgeber haftet auch nicht Versicherungen und ähnliche Dinge und der Arbeitgeber kann hier wirklich flexibel Dinge gestalten. Also nochmal, deutlich höhere Leistung, weil wir aus dem Brutto sparen, deutlich höhere Leistung, weil der Arbeitgeber was dazu gibt, deutlich höhere Leistung, weil der Arbeitgeber alle Kosten trägt, die Verwaltung und die Absicherung und die komplette Einrichtung
und deutlich höhere Leistung, weil wir regelmäßige höhere Verzinsung haben. Keine Hexerei, jeder kann sich denken, dass hier wirklich mehr rauskommt. Ja, und damit bedanke ich mich schon wieder für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.